Herzlich willkommen hier zu Dead Space 1. Wir spielen ja direkt weiter. Ich gehe mal wieder kurz hier raus, so wie immer, und guck, ob alles funktioniert. Aufnahme ist gestartet, Tonspur auch. Das heißt, wir können theoretisch direkt losspielen. Genau jetzt nämlich. Es ist 12:30 morgens. Es ist saudunkel bei mir hier. Ich hab... Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren. Aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Es ist richtig krass, es ist dunkel. Es ist, wie gesagt, 12:30 und ich habe die musikalische und tonale Untermalung richtig voll aufgedreht. Das heißt, Dead Space in voller Montur. Eigentlich viel zu krass. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Wohin jetzt? Zack. Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Ja, wir kommen natürlich trotzdem rein. 5. Ehrlich? 5? Wir haben da keine Munition dafür. Dann kaufen wir da auf jeden Fall mal was. Ah, auswählen. Wir probieren es jetzt mal mit Controller, ne? Plasma Energie, weil ich habe gerade einen Controller angeschlossen. Das probieren wir einfach mal, weil das Spiel ist an sich ja auf Controller ausgelegt. Dürfte das ja mit Controller auch ganz gut funktionieren. Ich habe natürlich keine Ahnung. Okay. Wie zielt man? Das ist das Menü. Okay, B gehen wir zurück, das ist klar. Oh, da haben wir jetzt aus Versehen... Ja, das war jetzt nicht so toll. Das ist die Karte, okay. Okay. Da muss man sich erst noch dran gewöhnen. Aber speichern müssen wir allerdings trotzdem noch nicht. Oh.
haben wir natürlich auch ein bisschen was verdudelt. Er ist natürlich voll drauf ausgelegt, ne? Wie kann man das wechseln? Okay. Natürlich muss ich jetzt erst wieder... Oh. Da ist wieder voll reinkommen. Und mich da so umgewöhnen, weil jetzt macht diese Steuerung nämlich plötzlich Sinn. Oder vielleicht mache ich es auch wieder ganz normal per Tastatur und Maus. Muss ich mich da wieder umgewöhnen, ne? Wieder für nachgenommen. Das ist ein bisschen blöd. Da stellt man um. Aber hier waren wir doch schon, oder? Man da jetzt das kann ich ja theoretisch mal hier eigentlich auf der Tastatur draufklicken, ne? Oh, das ist wieder Umgewöhnung. Aber an sich macht die Steuerung jetzt auf jeden Fall so mehr Sinn. Scheiß Kackrollen da, ne? Wo? Ja, da. Shit. Voll daneben jedes Mal. Mal spuckt dir diese Kacke da raus.
Warum kommen da so viele Kackbäume raus? Das mit dem Controller, das lasse ich, glaube lieber. Das war jetzt ein nicht ganz so... ein nicht ganz so gutes Experiment. Was mich jetzt auch schon mal ein bisschen was am Medipack gekostet hat. Natürlich ist das jetzt wieder schwammig, Maus. Wie Bock eigentlich. Das war eigentlich auch einfacher haben können. Ja, wir müssen da hoch. Ja, das hat uns wieder ein bisschen Zeit gekostet, aber war ein kleines Experiment, was nicht ganz so geglückt ist. Gerade im falschen Moment angehalten. Wieder falsch. Oh, das war wieder falsch. Ja? Ja, das war wieder falsch. Ja, das ist wieder ein bisschen kniffliger jetzt. Sollte aber trotzdem zu bewältigen sein. Ah!
Scheißding da, ne? Wer das? Hinten ist er nochmal. Toll, es ist da kein Flammenwerfer-Ding mehr drin, ne? Ah, sehr nice. Nicht ganz, wenn wir näher hingehen. Es fängt ja schon mal gut an. Kein Fortschritt bisher. So mag ich das einmal gar nicht. So mag ich das gar nicht. Das? Toll. Wir haben jetzt keine Munition mehr.
Sehr nice. Haben wir sehr gut gemacht. Ja, das ist geschafft. Oh Mann, das ist jetzt nicht so toll, ne? Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Ich weiß nicht, ob man das speichern soll, ne? Das war jetzt gerade nicht so die Meisterleistung. Jetzt gucken wir mal, wie es da munitionsmäßig aussieht. Ja. Von der einen Waffe haben wir halt echt extrem viel. Von der anderen eigentlich, von den anderen so gar nichts, ne? Im Endeffekt. Wenn man so will.